Frau Dr. Lingenauber, Sie sind Sprecherin des Kinderärzteverbands. Warum sollte man Kinder impfen? Erklären Sie es mir doch mal so, als wäre ich ein Idiot oder sagen wir ein Impfgegner. Kinder sollte man impfen, damit sie gut geschützt sind vor Erkrankungen, die gefährlich werden könnten für sie und die man mit durch eine Impfung verhindern kann. Aber kann man ihnen trauen? Sie haben Schulmedizin studiert. Ja, man kann uns trauen. Bitte, bitte impft sie nicht. Verabreicht ihnen nicht das Gift. Wofür oder wogegen wird hier heute demonstriert? Wir sind hier zusammengekommen, weil wir gegen die drohende Zwangsimpfung protestieren möchten. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die das wirklich klar belegt, dass Impfen wirksam und vernünftig ist. Aber die Kinderlähmung zum Beispiel wurde ja ausgerottet nach der Schluckimpfung in den 60ern. Ja, und wo ist der Zusammenhang? Ja, dass es die nicht mehr gibt, die Kinderlähmung. Ja, das mag sein. Viele Leute aus Krisengebieten lassen ja ihre Kinder nicht impfen, zum Beispiel Syrien oder Prenzlauer Berg. Ja, wahrscheinlich eher vom Prenzlauer Berg. Die Eltern wollen alles mitentscheiden und wollen sich viel Hintergrundwissen aneignen. Und wenn sie dann durchs Internet stöbern, dann haben sie natürlich jede Menge von Informationen. Und das wird dann schwierig, das zu filtern. Es ist wichtig meines Erachtens, dass Kinder Kinderkrankheiten durchmachen, um ihr Immunsystem zu stärken. Und mein Kind ist auch nicht geimpft, ist 20 Jahre alt, es hatte gar nichts. Hm. Finde ich schade. Also ich hätte gerne gehabt, dass er was kriegt, aber er hat nun mal nichts gekriegt. Also. Aber Sie sind auch eine grausame Mutter, oder? Warum? In welche impffreie Zeit würden Sie sich am liebsten zurückversetzen lassen? Ins frühe Mittelalter mit der Pest oder eher ins späte Mittelalter mit der Cholera? Ja, ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich lege dem Arzt ein Schreiben vor. Ja. Wenn er das unterschreibt, dann lasse ich mich auch impfen. Ja. Aber das ist alles aufgeführt und dieses Risiko wird kein Arzt eingehen. Was steht denn da drauf auf dem Schreiben? Da steht alles drauf, die ganzen Risiken stehen da drauf. Dieses Schreiben habe ich aus dem Internet, das wird da zur Verfügung gestellt. Das hat Hand und Fuß. Also Internet ist auch eine seriöse Sache, denke ich. Auf jeden Fall. Ja. Sinnfreiheit! Sinnfreiheit! Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist so nach dem Motto, jemand hat ein Haus und kommt Hagel. Und durch Hagel sind ein paar Dachziegelsteine zerstört. Mhm. Und das ist das mit diesen Antikörpern, haben sich gebildet. Also Dachziegelsteine sind zerstört. Und sind Sie Dachdecker? Nee, das sind nur Beispiele, wie Pharmaindustrie argumentiert. Aber Sie sind Arzt? Nein, auch nicht. Ich sage, wie die funktionieren, wie die argumentieren. Ja. Sie vergiften eure Kinder, machen damit noch Moneten. Bitte, bitte impft sie nicht. Verabreicht ihnen nicht das Gift. Ich weiß auch von einem der höchsten Steuerinspektoren von Hamburg, dass er mal irgendwo war auf dem Land und da kamen ganz viele missgebildete Kinder, also die offensichtlichen Schaden hatten. Wo war das? Ich weiß nicht, wo das war. Wann war das? Das war jetzt vor einigen Jahren, vielleicht vor 10, 15 Jahren. Gut. Und dann hat er da mal einen der Begleitpersonen gefragt, was sind das für Kinder? Ja, das sind lauter Impfschäden, die wir hier vor der Gesellschaft verstecken. So hat er es mir erzählt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, Sie haben gar keine Angst auch vor Viren. Ich nicht. Nee. Weil ich Sachen weiß. Danke ich Ihnen für das Interview erstmal. Vielen Dank. Ich habe keine Angst vor den Viren. Ja, gut. Aber hoffentlich kommt ihr mit Nein zurecht, mein Lieber. Lutz van der Horst, meine Damen und Herren.